Moin, liebe Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Und ich musste eben nochmal neu anfangen hier, also mit dem Kapitel. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten, ne? Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, dass er danach dann gleich weitermacht. Also, mit der Story. Was sagen, jetzt geh doch da rüber, ey. Weg, so wie ich sie eben in der Nichtaufnahme schon mal weggemacht habe, weil es hat ganz gut funktioniert. Selbst wenn es jetzt nicht so gut funktioniert, sind es ja nur noch zwei. Der ist eine Sie. Das heißt, muss ich mich nochmal ganz kurz umgucken, ob ich hier. Warte mal, ich habe hier doch noch was gesehen, aber ich glaube. Nö. Wo ist die Straße? Vielleicht hier hinter. Man weiß es nicht. So, ich kann wieder aufstehen. Ich gucke hier gerade so in der Umgebung rum. Hufspuren. Wo ist die Patrouille? Die suchen wir jetzt, wahrscheinlich. Sieht richtig nice aus. Ach, Naughty Dog, ey. Grafisch bin ich jetzt schon echt begeistert. Na los. Hier lang. Bin hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Hau. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich.
Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. So, wenn die Pferde nervös, dann haben wir ein Problem. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Möchte mich umgucken. Hier geht's lang. Wow. Na, wie findest du die Aussicht? Atemberaubend. Das ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Ich muss dir nicht helfen. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Nichts zu holen hier bis jetzt, ne? Trag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Mhm. Oh, da kann ich endlich mal looten. Keine Infizierten. Und nicht Infizierte auch nicht. Ein Sturm zieht auf. Ein paar Meilen weg. Wir lesen mal. 12.8. Dina, Eugene, alles okay. Geht ja gar nicht anders. Also es ist der 8.12. Habe ich eben 12.8. gesagt? Egal, 27.12. Dina, Eugene haben ein Wildpferd gefunden, das im Eis festsaß. Rausgeholt. Bringen es ins Lager, wir lassen den nächsten Posten aus. 24.01. Dina und Eugene, alles okay. 8.02. Jesse Astrid, ein Klicker im Keller von 2358 Mountain View erledigt. Und am 29.02. Greg, Bonnie, tote Ziege beim Sunny Days Seniorenheim, drinnen drei Runner gefunden, erledigt. 17.03. Dina Eugene, ein Runner an der Hauptstraße erledigt. Die. 30.03. Greg Bonnie, alles okay, der Schnee ist ziemlich heftig, werden heute Nacht hier campen. B. 19.04. Jesse und William, alles okay, William. Hm, hätte ich von links nach rechts lesen sollen? Hätte ich nicht. 10.05. Dina Eugene, drei Runner in den Vororten erledigt. Sonst alles okay. Die. 19.06. Dina Eugene, toten Hirsch vorm Turm gefunden. Sieht angenagt aus, aber keine Infizierten. Die. 21.07. Dina Eugene,
Alles okay. Heftiger Regen. Fluss ist über die Ufer getreten. Wir lagern heute Nacht hier. Morgen früh geht es zurück. Die. 27.8. Dina Eugene. Alles okay. Die. 4.9. Jesse Dina. Haben Fußspuren gesehen. Sind ihnen zu einem kleinen Lager gefolgt. Zwei Erwachsene und ein Kind, die ärztliche Hilfe brauchen. Wir lassen den nächsten Posten aus und bringen sie in die Stadt. Die. 19.10. Tommy und Joel. Alles okay. T. 30.11. Greg und Bonnie. Alles okay. B. 28.12. Tommy und Joel. Zwei Klicker bei der Tankstelle erledigt. Sonst alles okay. T. 16.01. Greg, Bonnie. Alles okay. B. 3.02. Chad, Willy. Alles okay. W. So. Und wir tragen uns mal ein. Und fertig. Alles okay, Ellie. Komm. Oder ist das jetzt so... zu spät. Schade. Dachte, ich hätte jetzt nochmal lesen müssen, um alles zu lesen und so. Das ist unser letzter Halt. Schau mal. Okay. Das ist doch groß. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Ein Supermarkt? Yep, da kommen wir unterwegs dran vorbei. Okay. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Noch mehr? Nein. Gehen wir zurück zu den Pferden. Mhm. Machen wir so. Darf ich hier rein? Siehste. Oh, Waffenteile, oder? Ja. Nice. Eine Werkbank haben wir hier nicht, ne? Also nicht so... Ich wette, diese Bon gehörte Eugene. Er hat sie mir geschenkt. Hast du Gras dabei? Ach, schön wär's. Ich hatte das immer von Eugene. Dann wohl nicht. So, nee. Werkbank ist es hier. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Du siehst trotzdem gut aus. Danke. Ja, außerdem ist Waschen bestimmt auch ja, Mangelware, kann ich jetzt ja auch nicht sagen. Aber, ne? Ich brauche ja Wasser und Waschmittel und so. Gibt es da nicht, bestimmt nicht viel von. Aha. Gutes Pferd. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein. Alter, nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du uns Schneestoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Hab ich dir den Wind versaut? Vielleicht. Leck mich. Ups. Sorry. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Geil. Looten und leveln. Nee, geht ja gar nicht. Nur looten.
weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus vor den Monstern beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. Okay. So sollte sie aussehen. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Vielen, vielen Dank, Eric. Oh Gott. Das arme Kind, wie durchmachen musste. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Action-Filme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Okay, ich muss vielleicht den machen, um da weiterzukommen. Gitarre für dich. Okay. Kann ich mir diesmal nicht aussuchen. Wo geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesem kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist der im ersten Film? 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Was? Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt Original-Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon, spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Total der Jackson-Typ, geil. Tesseractor. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh ja. Tesseractor, echter Name unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Dieses mysteriöse, transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da. Und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben im vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden. Wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseractor stammt von der Society of Champions, da das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseractor seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral.
Tesseractor. Gut. Okay. Das heißt, wir sammeln hier keine Comics, sondern Spielkarten. Cool, cool. Das Haus komme ich irgendwie gar nicht, ne? Oder habe ich da was übersehen? Sorry, wenn es ums Looten geht, ist immer... Ich glaube nicht. Ist jetzt die Frage... Hier wird wohl auch nichts sein. Da geht's weiter runter, da auch nicht. Okay, dann war es das wohl erstmal. Dann reiten wir weiter. Der Tesseractor. Was nun? Ich habe da Blut gesehen. Und ich glaube, das Spiel will, dass ich das entdecke, wa? Oh, ruhig, Mädchen. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Shit. Da sind welche drin. Wie sind die da bloß reingekommen? Viel wichtiger. Wie kommen wir da rein? Ich würde sagen, durch das blutige Fenster. Hier sind verschiedene Spuren. Dina, hier lang. Zählen kann sie. Auf die Rückseite des Supermarkts kommen. Oh, oh. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Okay, man sollte also immer war verbarrikadiert. Eine Flasche in der Hand haben. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Okay. Ich glaube, das war's hier. Darf ich jetzt hier nicht wieder raus? Dina, hier lang. Mehr Runner.
Mal sehen, wie es läuft. Sehr gut. Sie hilft mir. Zu weit weg. Das wird eng. Bewegt sich ja immer, also um einiges ätzender. Als noch im ersten Teil. Immer ein zur Hand haben. Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Okay, das ist geblieben. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Ja. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Entspannt euch. Ohne Loot gehe ich hier nicht raus. Ich wollte gerade sagen, irgendwo habe ich doch hier schon noch was gesehen. Genau, die Schubladen. Die leer sind. Was ja auch eigentlich nicht verwundert, wenn das mal die Route von Joel war und so. Und ja auch bestimmt die Route von noch ein paar anderen. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ellie, hilfst du mir hoch? Ja, mache ich. Ich will mich umsehen. Kriegen wir hin. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und weg!